So, servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Nachdem ihr ja das erste Reaction-Video auf dem Channel so hart gefeiert habt, nach knapp über einem Tag schon über 8000 Aufrufe und über 600 Daumen nach oben, krank, absolut krank. Deswegen gibt's heute auch direkt den zweiten Part. Ja, Leute, und damit willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wie gesagt, heute Reaction Part 2. Diesmal ein Video vom guten Dölet. Er hat ein Video gedreht mit 10 Kohlen Shisha-Rauchen. War ein Fehler. Wir wollen gerne wissen, was der Fehler war und wie lange das Ganze gut geht. Deswegen würde ich sagen, wir schauen auch direkt mal rein und gucken uns mal an, was für einen Plan er hat. Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Hallöchen. Wir werden heute mal mit 10 Kohlen rauchen. Ich habe jetzt gerade hier die 10 Kohlen drin. Ich muss mich beeilen, dass es Schweine heißt. Man sieht schon. Wir machen das auch diesmal hier mit den 5. Man sieht schon, ich glaube, da ist ordentlich Hitze an der Hand gerade. So wie er schnell versucht mit der Zange hin und her und so. Das sieht ein bisschen warm aus da mit dem Kohlekorb. 5 Kohlen hatten wir ja letztes Mal woanders gemacht. Ich muss mich dazu hinstellen. Sorry, Freunde, ich sehe das von hier unten nicht. Das hatten wir ja letztens woanders gemacht. Da war mein Schreibtisch. Aber diesmal dachte ich mir, das machen wir am besten mal hier, weil das ist mir nichts, wenn mir das im Rücken steht. Wisst ihr, wie ich meine, Freunde? 5 Kohlen haben wir drauf. Jetzt nehmen wir hier. Der Struggle, ne? Also normal KS Apo mit 3 Kohlen, manche hartgesottene und je nach Kopfbau könnte man das auch mit 4 Kohlen rauchen. 5 habe ich noch nicht gesehen und 10 schon gar nicht. Die Frage ist, wie viel Hitze? Er hat gerade noch ein zweites Sieb oben draufgelegt. Ich denke mal, die nächsten 5 kommen da oben drauf. Wie viel Hitze von dem zweiten Sieb oben wirklich noch beim Tabak ankommt, weiß ich nicht. Es kann aber auf jeden Fall nicht weniger sein als mit 5. Die kriege ich nicht, die kriege ich gerade nicht rauf. Das passt einfach fast gar nicht. Zittert so sehr, weil ich Angst habe, dass hier was passiert. So, 10 Kohlen sind drauf, Freunde. Das war anstrengend. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 und dann nochmal 5. Ne? Da drauf ein Kaminsieb, noch ein Kaminsieb gelegt mit nochmal 5 Kohlen. Das Gute. Leute. Wie gesagt, ne, normal, KS Apo hat ein so ein Sieb und man legt 3 Kohlen drauf. Er hat 5 draufgepackt, noch ein Sieb und nochmal 5 Kohlen. Ich bin gespannt, wie lange der da anrauchen muss, beziehungsweise wie kurz er anrauchen muss oder ob überhaupt. Das ist ja beim Kaminaufsatz, du hast ja das Röhrchen. Das hält ja das zweite Kaminsieb so schön gut fest. Ich würde sagen, ich puste das mal ein bisschen an. Und zum Vergleich, Leute. Ich rauche gerade meine weiße Alpha-Hooker mit einem Oblaco Mono M in Orange und dem Kalaut Niris 1 Plus obendrauf. Und da reichen mit ein bisschen Noppenkontakt, ich habe gerade ein bisschen mehr Noppenkontakt, aber sogar mit normalem Noppenkontakt, reichen 2 Kohlen mehr als aus, um genug Hitze zu produzieren. Natürlich, Kalaut, ne, läuft meistens mit 2 Kohlen im Vergleich zu einem Kaminsieb mit 3 Kohlen, aber 10 Kohlen, Alter. Die ist in der Luft, das Kohlenmonoxid wird das sein, das ist in der Luft wie aller. Das glaubst du nicht, ne? Leute, ohne Scheiß, wenn ihr so viel Kohlen anmacht, ne, und ihr das drinnen anmachen solltet, versucht es auf jeden Fall nicht im selben Raum zu machen und wenn es sein muss, auf jeden Fall Fenster auf, gerade bei so vielen Kohlen. Solltet ihr sowieso schon immer machen, aber gerade wenn man irgendwie, ja, über 8 Kohlen anmacht oder so, auf jeden Fall Fenster auf, ne? Ja, das glaubst du nicht. Ich glaub's. Jetzt muss ich mir mal kurz sagen, Freunde, wie gesagt, wir rauchen jetzt heute mit 10 Kohlen. Letztes Mal haben wir mit 5 Kohlen geraucht, das war an meinem Schreibtisch. Wie gesagt, mir ist das nichts, wenn das Ganze mir im Rücken steht mit 10 Kohlen und dann auch noch oben drauf. Ich habe das lieber vor mir stehen und kann dann irgendwie noch eingreifen. So. Sollte aber eigentlich relativ safe sein. Also gerade auf so ein Kaminsieb, da sollte ja eigentlich nichts verrutschen. Und auch das zweite Sieb wird ja noch schön vom Kaminröhrchen gehalten. Also ich glaube nicht, dass da was passieren kann. Aber ihr wisst ja, ne, besser Vorsicht als Nachsicht. So, kurz nochmal anpusten hier. Sieht mir ein bisschen schwarz aus da. Das mit dem Schwarz, ne, kann auch sein, dass die jetzt relativ aussehen, weil da eben noch seine Videobeleuchtung draufballert. Ne? Ihr wisst das, je mehr Licht auf die Kohle fällt, zum Beispiel wenn man draußen raucht oder so, dann sehen die manchmal nicht so ganz an aus, wie das jetzt nachts im Dunkeln oder in der Shisha-Bar oder so der Fall ist. Ne? Also ich schätze mal schon, dass die gut an sind. Ne? Dölet wird da schon wissen, was er macht. Aber gut, der erste Zug, Freunde, ich habe noch keinen Zug genommen, ihr seht es ja. Ich bin richtig gespannt, wie der erste Zug wird. Doch keinen Zug genommen, der erste Zug. Er
ist an, als wäre er nie aus gewesen. Der ist an, ja. Der ist beim ersten Zug komplett an. Krass. Obwohl das vielleicht, wie lange geht das Video? Ah, vielleicht 2-3 Minuten. Noch nicht so lange. Ja, das ist krank. Ich frage mich, wie viele Züge er schafft, bevor der Tabak verbrennt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Kopf mit 5 Kohlen rauchen kann oder gar mit 10. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie lange er das rauchen kann. Ihr könnt ja gerne mal jetzt euren Tipp unten in die Kommentare schreiben. Ich sage maximal 30 Züge, dann hat er keinen Bock mehr auf den Kopf. Wenn überhaupt 30, wahrscheinlich sogar weniger, würde ich sagen. Aber mein Tipp, maximal 30 Züge, mehr ist da nicht drin. Dann ist der Tabak futsch. Zweiter Zug, der ist schon zu heiß. Der ist jetzt schon zu heiß. Das ist schon krass. Beim zweiten Zug ist er zu heiß, Freunde. Manchmal beim zweiten Zug noch nicht mal richtig angezogen. Ist so. Gerade beim KS-Apo, wenn man da mit 3 Kohlen raucht und das nicht warm werden lässt, ohne Scheiß, manchmal beim zweiten Zug kann es schon sein, dass da einfach noch fast gar kein Rauch kommt. Oh, beim dritten Zug. Wir schauen mal, wann er in die Brüche geht oder wann ich in die Brüche gehe. Wie gesagt, ich glaube, da hat jetzt schon jemand keinen Bock mehr auf den Kopf, aber gucken wir mal, wie lange er durchhält. Ich habe ja hier was zu trinken. Ich stelle es mal hier rauf, es ist keine Schleichwerbung. Einfach, falls ich huste. Schön Lippenwerbung à la Monte machen. Das muss, oder falls es anstrengend wird. Die Hütze wickelt sich schön, es kommt auch kein Rauch oben aus dem Kamin auf. Ne? Das finde ich ja auch so weird. Warum kommt da oben kein Rauch raus? Es könnte eigentlich nur sein, dass er den Kopf so hoch gebaut hat, dass direkt unten am Kaminröhrchen Tabak liegt. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass er auch noch so hoch gebaut hat, wenn er auch noch mit 5 Kohlen raucht, ja? Also ein Apo-Overpack und dann mit 5 Kohlen, beziehungsweise sogar mit 10 Kohlen, das wäre eigentlich zu krass. Aber warum kommt dann kein Rauch raus? Alter, schweineheiß. Du kannst ihn gar nicht richtig ziehen. Also ich kann hier nicht länger als 1-2 Sekunden ziehen, weil es ist viel zu heiß. Der Hals macht direkt zu. Das ist so heiß. Das ist schon unangenehm zu rauchen. Mit einem schwarzen Tabak wäre das mal interessant. Mit einem schwarzen Tabak müsste man... Ist so, mit Kismet oder so, der ordentlich Hitze ab kann, wäre das auf jeden Fall interessant. Aber auf der anderen Seite, Kismet würde ich auch nicht im Kamin-Setup rauchen. Aber vielleicht mal mit einer Smokebox oder so, mit einem Sieb drum und dann ordentlich hochstapeln die Kohle, wäre auch mal interessant, wie weit man da gehen kann. Man merkt schon, die Züge werden auf jeden Fall immer kürzer und immer kürzer. Aber die Rauchentwicklung bleibt gleich krass. Alter, das ist unnormal gerade. Wie der Hals einfach zumacht. Du kannst einfach nicht mehr ziehen. Ich bin noch mal ganz kurz vom Husten, weil das... Das glaube ich, dass er sich gerade hart zusammenreißen muss, um da nicht mega abzuhusten. Viel zu eine Belastung. Das ist auch eine Belastung einfach. Das ist hier hinten, das drückt alles. Der Tabak ist viel zu heiß. Ich denke mal, würde ich hier so eine Shisha-Maschine ranhängen, was das anzieht, würde der Tabak keine 10 Minuten, keine 5 Minuten aushalten. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Wenn du da jetzt so ein Anrauchgerät dranhängen würdest, das wird den noch richtig totziehen. So Leute, zwischendrin sei nochmal gesagt, nur ein Viertel der Leute, die diese Videos gucken, lassen auch ein Abo da. Also wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun wollt, wäre es sehr, sehr korrekt, wenn ihr jetzt einmal unter das Video geht, einmal auf Abonnieren drückt und mir damit, wie gesagt, einen großen, großen Gefallen tun würdet. Jetzt aber zurück ins Video. 10 so, und dann können wir mal die 5 Kohlen oben runternehmen und können mal gucken, wie es mit 5 Kohlen läuft. Ich glaube nicht, dass sich was verändern wird, aber schauen wir mal, ob der Tabak nicht schon komplett verbrannt ist, wenn er jetzt noch ein paar Züge nimmt. Beim Versuch, die Riege zu machen, da kickt der Tabak dann richtig im Hals. Alter. Natürlich, 2 musst du noch. Viel zu heiß. Ach, Scheiße, Mann. Das ist eine Grenzerfahrung. In dem Sinne, aber der Tabak macht es noch mit, der ist nicht verbrannt. Es ist nicht das Verbrannte. Also hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass der Tabak jetzt schon komplett verbrannt ist. Also wenn du da so viel Hitze durchballerst, hätte ich nicht gedacht, dass der Tabak das überlebt. Ich glaube, jetzt ist vorbei. Ich glaube, jetzt ist Game Over. Und ich glaube auch nicht, dass sich das verändern wird, wenn er nochmal 5 Kohlen runternimmt. Vor allem nicht die 5 oberen. Wenn er jetzt 2 unten wegnehmen würde und die oben noch mit drauf machen würde oder nochmal offene Schicht oben, ich glaube dann, also vielleicht auch mit dem Kopf wäre es dann wahrscheinlich vielleicht trotzdem Game Over, weil der einfach schon hinüber ist. Aber bei einem neuen Kopf könnte ich mir vorstellen, dass es so funktionieren könnte. Ist auf jeden Fall schon schmerzhaft, ihm da zuzugucken. Ganz Erfahrung. Alter, so einen Husten hatte ich ja noch nie in einem Video. Oder generell schon ewig nicht mehr.
Das ist so ein Huster, der tat schon richtig weh. Boah, ich merke den bis hier unten hin. Bis wirklich, bis zum Gürtel merke ich den, Alter. Im ganzen Körper. Bis zum Gürtel. Alter, das war ein Huster. Ob er da noch Bock hat, doch mal mit weniger Kohle weiterzurauchen, ich weiß ja nicht. Darauf nehmen wir nochmal einen Zug. Darauf erstmal noch einen Zug. Ist klar, Digga. Oh boy. Oh Junge, wenn der jetzt mal nicht richtig zirbelt, ne? Wenn er das immer noch stehen lässt, kann er nur hoffen, dass das nicht noch weiter verbrennt und da keine heiße Luft aus dem Kamin rauskommt, könnte ich mir gut vorstellen, dass das jetzt noch mehr reinzwirbelt mit jedem Zug, wo eine Pause dazwischen ist. Ich brauche auf jeden Fall mittlerweile auch eine Kohle. So, jetzt sind wir auch bei 3. Man merkt schon, er muss sich so zusammenreißen beim Ziehen. Er kann absolut nicht lange ziehen, Leute. Alter, nee. Boah, immer am Ende dieses schmerzverzerrte Gesicht. Ey, es tut ja schon weh beim Zugucken, ey. Zu gewesen sein. Alter, das ist eine Challenge, ne? Glaube ich. Das ist eine Challenge, wa? Eine Challenge ist das. Das ist echt Game Over. Nee. Ja. Nee, das geht nicht, Alter. Sehe ich auch so. Kennt ihr noch Raab in Gefahr? Das ist definitiv Dülit in Gefahr. Ich weiß nicht, ob man sieht, ob da wieder oben der Rauch rauskommt. Nee. Aber das ist ja krank. Sorry für meine ganzen Geräusche hier gerade. Das Aufstoßen, der Huster etc. etc. Aber. Nachvollziehbar. Ich würde auch sagen, dass das Kamin sich vorher noch nicht so gold geglänzt hat. Das, ich glaube, das hat sich gerade verfärbt. Sieht entspannter aus. Sieht definitiv entspannter aus. Okay, ich nehme alles zurück. Sieht nicht entspannter aus. Warum muss ich auch den Rauch runterschlucken, Mann? Der ging aber echt klar. Der Zug ging 100% klar. Ich schmecke nichts Verbranntes. Was ist denn mit dem Tabak bitte los? Also Leute, scheint so, als könnte Chaos wieder ganz gut Hitze ab, hä? Aber nee. Der ist jetzt gerade zu heiß. Also doch. Freunde, also wie ihr seht, nicht nachmachen, Freunde. Alter, zing. Also ich bin schon versucht, das nachzumachen, muss ich ehrlich sagen. Das Problem ist nur, ich rauche eigentlich nicht mehr mit dem Apo, ne? Ihr wisst das ja. Oder, ja, eigentlich rauche ich nicht mehr mit dem Apo, ne? Eigentlich mag ich Pfanne lieber. Aber für das Experiment wäre es vielleicht... schreibt mal in die Kommentare, sollen wir das auch mal ausprobieren? Oder mich würde es jetzt schon reizen, zu wissen, wie sich der Dülit da gefühlt hat. Auch wenn das nicht sehr, sehr nach Leiden aussieht. Da sieht man aber, wie man den Tabak belasten kann. Oh, da sehen wir jetzt den Kopf danach. Also sieht auf jeden Fall ziemlich trocken, ziemlich verbrannt aus. Der Apo ordentlich oben am Bluten, beziehungsweise ist da vielleicht die Molasse oben über den Rand gekocht oder so. Ja. Der würde aber keine Stunde so durchhalten, vielleicht 10 Minuten oder so. Auf 10 Kohlen. Ja, guck mal, da sieht man es, ne? Also bis unten kam die Hitze schon gar nicht mehr. Oben ist verbrannt, unten, so lange hat er den Kopf halt nicht geraucht. Ne? Wenn er den weiter geraucht hätte, wäre er sicher bis unten so, wie der da oben in der ersten Schicht aussah. Hier unten ist er kühl, ne? Was? Unten kühl? Ich hätte gedacht, das Ganze... Na gut, man muss dazu sagen, er hat ja jetzt nicht so lange gezogen und ging ja auch nicht so ultra lange. Hätte er da häufiger gezogen, ich glaube, der ganze KS-Apo wäre richtig am Glühen. Aber auf der anderen Seite ist auch Kamin, ne? Also... Da ist er komplett. Aua, Alter. Der ist ja komplett heiß. Ja, na? Überraschung, Digga. Überraschung. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Steckt links das rein, seid beim nächsten Mal wieder. Bis dann, uns gut. Ich wünsche guten Rauch. Krasse Sache. Ich hätte gedacht, er schafft noch ein paar mehr Züge, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich absolut widerlich irgendwann war. Leute, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, ob ich sowas auch mal ausprobieren soll, ob wir das mal nachmachen sollen und mal am eigenen Leib erfahren sollen, wie das ist oder ob wir es vielleicht irgendwie hinkriegen, dass es läuft. Ansonsten gerne noch einen Daumen nach oben oder Abo da lassen, wenn ihr die Reaction-Videos feiert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.